Oh, ich mache aus dem Ausweichen rauf und gehe bitte hier hoch. Ich will gucken, was er gerade macht. Ich mache hier gerade den Feuermodus. Ja. Klein, 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 klein! Mach! Mach! No! Ich hab doch klein gedrückt! Mann, Alter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hör auf, geh da raus! Geh und hüpf hier hoch, um Himmels Willen! Mach irgendwas! Hauptsache, du kommst aus der Reichweite von dem Vieh! Bist du fertig? Nein, bist du nicht! Nein! Scheiße! So, und jetzt mach bitte diesen fucking Kopf kaputt! Ah, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es schon. Aber jetzt schon. So langsam hier wieder drauf einkloppt. Ja, jetzt fängt er doch wieder an zu... Warte. Ja, und anvisieren und schießen, schießen. Warte, anvisieren und raus, 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 hoch. Das klappt eigentlich ganz gut, wenn ich hier oben einfach abwarte. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen gecheatet, aber ich komme mit den Dingern nicht so gut klar. Und ich möchte, wenn möglich... Ah, anvisieren. Und mit dem Dingens rangehen. Mach es kaputt, bitte. Ist das Vieh nicht tot? Gott, ich glaub schon. Oh Gott sei Dank. Wenn ich den Gong schlage, wacht er bestimmt auf. Bestimmt. Gott, wie ich diese Viecher hasse. Diese hier, diese... Weiß ich nicht, wie sie heißen. Die finde ich gar nicht so schlimm. Achso, die kann ich bestimmt abschießen. Was auch immer das ist. Ja, gut. Halt, nein, war richtig, aber ich wollte das hier. Nein, das klappt nicht. Okay. Komme ich denn irgendwie... Ah, da ist ein Schlüsselloch. Okay. Ich hoffe, das bringt mich jetzt hoch. Mach! Oh, eine Flasche. Die nehmen wir mit. Kamera drehen. Mal klein gucken. Genau, da ist die Kette. Ich sehe nichts. Wie immer. Denn? Muss ich jetzt nochmal die Kette ziehen? Nee, ne? Achso, jetzt hat er da hinten in die Wand ein Loch geschossen. Okay. Weiß Bescheid.
Wir machen uns auch unsere eigenen Löcher in die Wände. Ah, ein Schlüsselloch. Hier würde ich glatt noch einen Radula-Raum erwarten. Weiß nicht warum. Einfach so. Na, lauf! Himmel, Arschatzfern. Du machst mich narrisch, Vibe. Du machst mich echt narrisch. Noch so eine Ameise. Naja. Gut, dann eben nicht. Aber es könnte wirklich mal der letzte Radula-Raum kommen. Und wenn es nur dafür ist, dass ich wenigstens alle habe. Hier hinten lauert wieder der Tod, weil, wo ich den ja gerade nicht erst gehabt hatte, ne? Mal klein gucken. Da lauert der Tod. Habe ich inzwischen irgendwie verstanden. Aber da ist ein Schlüsselloch, gut. Nehmen wir mit. Auch wenn das nicht angezeigt wurde. Hier ist gleich eine Wand. Ein Radula-Raum! Ich hab doch gesagt, das ist prädestiniert für einen Radula-Raum! Ich habe es gesagt! Yay! Das müsste der letzte sein für dieses Level, ne? Oh, super! Okay. Was ist das da unten für eine Welle? Huch! Okay. Wobei ich zugeben muss, dass ich hier eigentlich nur durch möchte. Ich möchte hier nicht großartig irgendwas machen, sondern wirklich nur durch. Weil eben. Hui. Ah! Achso, ich kann auch mich klein machen, genau. Klein. Warum? Erstens, warum komme ich hier nicht raus? Zweitens, warum kommt da kein Wind raus? Ups, zu früh. Da! Es ist, manchmal stört mich das, dass es echt so schlecht reagiert. Weil ich teilweise wirklich den Knopf drücke, ohne zu schwindeln. Ja, aber, ah! Es passiert nichts! Ah! Könntest du kotzen. Wieso trägt mich dieser vermaledeite Wind nicht? Na, geh. Na, geh hoch. Danke. War jetzt aber auch eine Geburt.
Also das kann ich eigentlich ganz gut. Aha. Jetzt geht's ja los. Das ist das Tor? Exzellent. Ach so, exzellent. Okay. Na gut, aber das... Also ich finde es zwar die Abwechslung ganz nett, aber ich mochte das jetzt nicht so sehr. Aber ich habe eine Rose mehr, das ist schön. Also ich mag diese Papierwelten. Die sind schön, die sind echt toll und die Abwechslung ist auch sehr geil. Aber ich bin da nicht so gut drin und ich habe das Gefühl, dass ich da noch schlechter mit der Steuerung klarkomme als so schon. Und dass es dann noch weniger reagiert. Vielleicht Einbildung meinerseits, weil an manchen Stellen, es reagiert wirklich nicht. Ich stehe hier, ich bewege diesen Drecksknüppel und es passiert nichts, außer dass sie in den Dingensmodus geht. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, dich habe ich anscheinend verpasst. Da ist doch noch irgendein Fluchviech, oder? Genau das da. Ja, zwei? Na toll. Ich muss aber erst den hier kaputt kriegen. Ja, die anderen nehme ich auch. Ist okay. Danke. Fürs Gespräch. Ich habe schon wieder so viele Rosen verloren. Und hier ist nirgendwo mal so ein Pfeilchen, wa? Da unten ist ein Schlüsselloch. Na, das ist ja toll, dass da unten ein Schlüsselloch ist. Ich wäre ja eh nach unten gegangen. Okay. Das ist eine Kerze. Na gut. Gehen wir hier durch. Und sehen... nix. Da ist eine Miezekatze. Also die Miezekatze. Geht nur runter? Anscheinend. So. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Naja, es ist... Irgendwo ist es auch ein Zeugnis, finde ich. Weil wenn man nicht schon einiges an Schmerz und Leid und Sonstiges erlebt hat, hält man auch nicht so viel aus. Ah! Oh Gott. So, und jetzt hier hoch. Sehr gut, hat doch funktioniert. Und zwar sogar so, wie ich wollte. Sehr schön. Aber es leckt teilweise auch, finde ich nicht? Also ich finde schon. Bin, was sowas angeht, eigentlich nicht so empfindlich.